Jedes Jahr, Anfang November, herrscht Ausnahmezustand in Soest. Mehr als 1 Million Besucher strömen dann nämlich zu einer der größten Innenstadtkirmesse Europas in die Kleinstadt. Für das Rettungsteam des DRK heißt das natürlich Einsatz rund um die Uhr. Wir haben das Rote Kreuz bei einer Schicht auf der Kirmes begleitet. Fahrgeschäfte, Fressstände und Feierlustige. Und das 5 Tage lang. Es ist Kirmes in Soest. 50.000 Einheimische und rund 20 mal so viele Besucher feiern. Das heißt Dauereinsatz für das Deutsche Rote Kreuz. Wenige Meter nebenan arbeitet Notarzt Michael Zwieter. Er versorgt einen 20-Jährigen in der Ersten-Hilfestation im Rathaus. Sein Fuß schmerzt. An dem Bandapparat an der Sehne hier ist irgendwas. Entweder ist die angerissen oder einfach nur jetzt tüchtig gereizt, aber wenn man das so lokal auslösen kann, ist da schon was kaputt, denke ich. Ja. Und wenn man sicher gehen will, kann man das einmal röntgen lassen. Ja, das will ich einmal ins Krankenhaus fahren. Das wird aber irgendwo, so wie sich das anfühlt, hier auf der, ist ja direkt hier auf der Sehne, ne? Dass da was angerissen ist wahrscheinlich. Ja, Während der Kirmestage hat der Notarzt Dutzende solcher Fälle. Für Michael Zwieter ist jeder von ihnen eine besondere Herausforderung. Muss ich auf jede Situation wieder neu einstellen, gucken, was bei dem Patienten nun los ist. Ist er nun gefährdet, ist er nicht gefährdet? Braucht der Patient weitere medizinische, vielleicht auch intensivmedizinische Therapie oder reicht eine Betreuung manchmal einfach eben auch aus? Manchmal, bei vielen Patienten reicht manchmal auch ein Gespräch schon aus. Damit ist es bei Cedric Brune allerdings nicht getan. Er hat sich schwerer verletzt, als es auf den ersten Blick scheint. Deswegen wird er ins Marienkrankenhaus gebracht. Hier versorgen die Ärzte viele Patienten mit Kirmesverletzungen. Auch Tobias Bildstein ist wegen Schmerzen im Fuß in der Notaufnahme gelandet. Hallo, guten Tag. Na, Herr Hennigsmeiner von Unfallchirurgie. Was passiert genau? Ich bin im Fahrgeschäft blöd ausgerutscht und ja. Gut, bewusstlos waren Sie nicht danach? Nein, ich war die ganze Zeit ansprechbar. Okay, ich habe sofort gemerkt, es war eben etwas. Okay, hat geknackt und dann? In einer rollenden Tonne hat es mich dann leider zerrissen. Und ja, ich bin unglücklich einfach gestürzt, aufgekommen und habe sofort gemerkt, okay, mit meinem Fuß stimmt irgendwas nicht, war auch sehr komisch abgewinkelt. Und ja, dann haben meine Freunde zum Glück sofort einen Rettungswagen gerufen und ich habe mich gar nicht mehr großartig bewegt. Also es war wirklich Rettung in erster Sekunde. Das Bein muss schnell geschient werden, denn das Röntgenbild verheißt nichts Gutes. Alle diese Bänder wegen diesem Unfallmechanismus jetzt betroffen und auch die sind alle gerissen. Das heißt Außenbänder, Innenbänder. Assistenzarzt Jascha Nareni übergibt den Patienten dem Oberarzt Bao Hahn und der hat weitere schlechte Nachrichten. Beinbruch. Mhm. Zusätzlich hat er noch Mittelfußbrüche am 2., am 3. und 4. Insgesamt 6-fach ist der Fuß gebrochen. Für Tobias Bildstein geht es darum, schnell in den OP. Währenddessen steigt die Stimmung in der Innenstadt und damit auch die Einsatzquote für die Helfer des DRK. Pro Schicht haben 45 Ehrenamtliche alle Hände voll zu tun. Gut die Hälfte von ihnen betreut Schwächeanfälle und Schürfwunden im Rathaus nebenan. So, bewegen können sie noch alles, ne? Und sind auch nur auf die Stelle gefallen, ne? Ja, und da sind, aber da ist nichts. Die Kniescheibe ist noch drin, die ist noch da, wo sie sein soll. Zum Glück also nichts Ernstes. Trotzdem ärgert sich Ingrid Bendel. Wir sind durch die Menge gegangen und da hat mir einer Beinchen gestellt. Ich fand das wohl lustig und dann habe ich einen guten Flug gemacht. Von der Beinverletzung geht es für Notarzt Michael Zwieter direkt zum nächsten Fall. Ein Minderjähriger, der zu viel getrunken hat. War er denn bewusstlos am Anfang? Oder? Nein, er war gar nicht bewusst. Okay. Er hat nur ein bisschen, ziemlich viel gekotzt. Ja. Aber eher Galle, weil er hat nicht viel gegessen. Oh. Seit heute Morgen gar nichts mehr? Ja, letztlich typischer Notfall oder Erkrankungsfall für diese Veranstaltung hier. Nicht viel Alkohol getrunken, zu wenig gegessen. Und das ist, irgendwann haut es dann auch den stärksten Trinker mal um. Er ist kein starker Trinker, das merkt man. Da geht es natürlich schneller als bei anderen. Wir passen jetzt ein bisschen auf ihn auf, gucken mal, wie sich die nächste halbe, dreiviertel Stunde entwickelt. Und haben da schon die Erziehungsberechtigten ausfindig gemacht, die sich da weiter darum kümmern können. Zu tief ins Glas geschaut hat auch diese ältere Dame. Sie kann sich nicht mehr auf den Beinen halten, liegt mitten in der Altstadt. Die Rettungskräfte vom Deutschen Roten Kreuz hieven die Betrunkene vom Kopfsteinpflaster und bringen sie ins Krankenhaus. Guck mal, was los ist. Genau. Und dann entscheiden wir weiter, okay? Warum? Weil sie umgefallen sind. Sie haben mitten auf der Straße gelegen. Ja. Und da haben sich besorgte Bürger gemeldet.
damit wir ihnen helfen können. Genau, und wollten ihnen sofort Hilfe bringen lassen. Genau. Und jetzt sind wir bei ihnen. Nein, Hilfe ist da. Zu viel Alkohol im Blut. Das ist während der größten Altstadtkirmes Europas fast Routine für die Rettungsteams. Und deswegen auch kein Grund zur Aufregung für Notarzt Michael Zwiete. Die Person war jetzt nicht wirklich verletzt, war jetzt auch nicht schwer krank, aber letztlich muss die Person jetzt versorgt und von ihr weggebracht werden. Auf dem Pflaster liegen bleiben kann sie nicht, sie war auch nicht mehr gehfähig, die Person. Und von daher, nach kurzer Versorgung, wird die Person ins Krankenhaus gebracht und da weiter versorgt und kann noch ein bisschen ausschlafen. Das ist auf jeden Fall wärmer und sicherer als hier auf dem Pflaster. An Ausschlafen und Ausruhen ist in der Notfallambulanz des Marienkrankenhauses nicht zu denken. Und das gilt auch für die Rettungsteams auf dem Rummel. Für die ehrenamtlichen und hauptberuflichen Helfer geht der Einsatz auf der Soester Allerheiligenkirmes noch bis zum Morgengrauen.